egal wer Manu gegenübersteht, wird einfach unsicher, Bruder. Was ein böse Mann. Was ein böse Mann. Der kam auf einmal mit Sixpack, kam er, Bruder. Bruder, der kam da hin, ich guck da hin, auf einmal, ich guck so, Spartaner mit Sixpack. Bruder, ich steh so im Ring gegenüber, ich guck so, ich mein so, nee, guck mal, der sah aus wie Bane. Wie von Batman, kennst du? Ich denk mir, Scheiße, der Rauch, er sagt mal langsam, wir boxen nur. Bruder, der sah aus, als ob der mich essen will. Guck mal, rein boxerisch mäßig, ne? Darf ich gegen den nicht verlieren? Bruder, darf ich gegen den nicht verlieren? Bruder, ganz Deutschland fragt sich, warum hat Manu nichts gemacht? Was geht ab, Freunde? Was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge von Jones Kitchen. Kibitchen. Heute mit den Brüdern Manuelsen. Hallo, Sala. Habibi, ich küsse dein Herz. Und ihr hört Habibi. Eine maximale Folge, Freunde. Denn heute werde ich gegen den lieben Manu antreten. Bruder, ich habe gehört, du kannst sehr gut kochen. Du hast uns auch beim letzten Mal echt krass überzeugt und überrascht. Ja, das ist kein Kochen. Das ist so schnell was zu essen machen. Okay. Kochen, dafür braucht man Zeit, richtig. Weißt du, ich meine? Wenn du irgendwann mal eine Show machst, wo du so 5 Stunden Zeit hast, wo man das so zusammenschneiden, wo man so richtig ein Gericht kochen kann, das ist Kochen. Voila, für deine Augen machen wir das einmal. Was soll ich dir dazu sagen? Heute ist ja nur Pasta angesetzt. Pasta ist nichts mehr für Chilo. Bruder, aber bei Pasta kannst du viel falsch machen. Nein. Pasta. Wenn du ein bisschen Ahnung von Küche hast, kannst du bei Pasta nichts falsch machen. Meinst du? Ja, dann gucken wir mal, was also, ihr beide gleich zu bieten habt. Du und sei es du oder Younes. Er ist der Meinung, der wird mich locker beiseite packen, was Kochen angeht. Ich sag mal so, ich kann nicht so kochen, aber ich bin krass. Also ich bin Talent. Ich bin ein Talent, ja nicht so. Ich bin der krasseste, Hashtag, ich bin der krasseste, weil. Dann lassen wir uns mal gleich mal überraschen. Genau, ich würde mal sagen, wir begeben uns mal Richtung Küche. Begeben uns Richtung Küche. So, bis gleich, Freunde. Bis gleich. So, wir sind jetzt hinter der Küche. Ich bitte Manuelsen und Younes Jones einmal bitte hier zur Mitte, bitte. So. Ein Kopf größer, Wallah. So. Ich bin so ganz verschwunden. So, aber egal. Du bist Gastgeber, hier ist Gast. Was machst du heute? Ich werde heute eine Sahnesoße machen mit Gambas, mit Blattspinat, bisschen frische Petersilie, bisschen Champignons. Mit Spaghetti und das Wichtigste ist Garnelen. Garnelen. Du machst Garnelen? Ich mach Garnelen. Okay. Younes, Gastgeber? Bruder, ich guck, Bruder, du hast heute das Sagen. Du bist hier Jury und du gibst hier den Ton. Okay. Ich bin heute ein Kandidat, ja. Ich gegen Manu, weil okay. er hat gesagt, ich bin viel krasser als du. Der hat mir versichert, ich habe keine Chance gegen den. Aber ihr wisst ja, ich bin der Krasseste. Ich lasse mir das nicht gefallen. Okay, du bist klar im Vorteil, du bist hier Gastgeber, deswegen Heimvorteil für dich. Sag ich. Was für ein Vorteil, Bruder? Der hat Erfahrung hinter der Küche. Ja, aber ich bin neutral. Ich bin neutral, weil okay. Manu, ich bin immer mit Manu und ich weiß, was Manu kochen kann. So. Das haben wir letztes Mal bei der letzten Folge gesehen. Heute geht es um Pasta. Okay. Letztes Mal war kein Kochen. Letztes Mal war nur Baguette. Heute zeigt der Manu, was er richtig kann. Und ich sag dir, du zieh dich warm an. Okay. Ich mach Penne. Der macht Spaghetti, ich mach Penne. Okay. Dann. So. Jalla, Shabab, zeig mir, was ihr könnt. Ich will essen, ich hab Hunger. Okay, warte mal. Ich muss gar nichts. Guck mal, ich hab 3 Wochen lang das hier nicht gemacht. Ich hab vergessen, wie man kocht. Also du weißt nicht, was du jetzt machst. Ich komm mit diesen Herden nicht klar. Wie geht das hoch? Das hier, willst du auf 9? Mach mal 9. Ja, muss er kochen. Machst du jetzt Gambas oder Hähnchen? Was willst du machen? Sag mir. Sag du mal, ich muss Gambas machen. Nein, Wallah, mir egal, ich bin krass. Wallah, mir ist egal. Was willst du machen? Mir ist es egal, sag du. Sag du. Du hast Gambas gesagt. Alles, ich mach Gambas. Wallah? Willst du Hähnchen machen? Nee, ist egal. Ich mach Hähnchen. Ja, mach Hähnchen, gut. Ich mach aber mach das, worauf du Bock hast. Ich mach Gambas dann, die stehen schon hier so. Ja? Okay, ich mach Hähnchen. Da ist auch noch Gambas, ne? Das sind 2. Ist ja egal, ich mach trotzdem Hähnchen. Okay. Ich mach Penne mit Hähnchen. Also Freunde, ihr müsst euch vorstellen, der Manu kann kochen. Das müssen wir wiederholen. Ja, 100%. Ja. Ich hab's bis jetzt nur für die Klicks gemacht. Ich weiß, ich... Was guckst du bei mir ab, Alter?
Hä? Wo hab ich mal den abgeguckt? Voila, Bruder. Ich rufe jetzt meine Mutter an. Die macht immer Öl und Salz in Wasser. Allah khaliya, inshallah. Ich küsse dein Herz. Voila. Yalla, ich benutze mal ein bisschen schneller, bitte, weil ich habe Hunger. Ich benutze manchmal Tele... Macht man Salz? Ja, klar macht man Salz. Also, kommt auf an. Ich sag gar nichts. Ich bin nur hier. Ich benutze manchmal... Ich guck nur zu. Telefonjoker vor der Show, weißt du? Dann rufe ich meine Mutter an. Manu ist ganz gelassen. Der weiß schon, was der macht. Jonas, bei dir ist ein bisschen unsicher. Guck mal, ich weiß nicht, was ich mache, aber guck mal, lass dich nicht davon täuschen, weil am Ende mach ich was ganz Schlechtes. Am Ende will ich ja probieren. Geht die obere Hälfte auch an? Ja, klar. Was war deine Pasta, Manu, nochmal? Mit Gambas, Champignons? Hähnchen. Guck einfach zu, Bruder. Ja, du musst mir sagen, weil ich will wissen, was Stellan vorhat, damit ich dir ein bisschen weiß, damit wir die Leute ein bisschen wissen. Nein, nachher sagt er, ich habe den nachgemacht und so. Ja, deswegen, das ist ja auch ein Punkt, so, damit wir hier klarstellen, was wer was macht. Hier. Champignon, Gambas, Blattspinat, Sahnesoße. Sahnesoße? Mhm. Okay, nur Sahnesoße. Und du? Was mach ich? Was machst du für eine Soße? Wer macht Sahnesoße mit Champignons? Ich mach Tomatensoße mit Hähnchen, vielleicht mache ich auch Champignon, vielleicht Hollandaise, vielleicht, weiß ich nicht, so. Okay. Wie mein Kopf sagt, Paprika. Brauchst du Paprika? Nein. Nein? Aber lass das mit Auge machen, ne? Mach kein Auge, Gib mal bitte diese Penne auch. Ich mache auch noch ein bisschen mehr Penne. Willst du Penne? Ja. Ich gebe dir Penne. Also, Freunde, ich mache jetzt Hähnchen. Ich schneide jetzt schon mal mein Hähnchen. Du hast Wasser. Wenn hier Wasser kommt, dann macht er diese Filme. So, jetzt. Sobald Wasser da drauf kommt, fängt er an zu meckern. So, Freunde, ich schneide jetzt einfach mein Hähnchen hier für dich. Das Gestängel hier brauchen wir natürlich nicht. Ne? Wir nehmen nur die frischen Blätter und hacken die so ein bisschen an. Aber wenn du die aufmachst, kommt der frische Saft raus und das Aroma entfaltet sich. Ajoa, die Aroma, mal Aroma. Ja, feier. Hast du gehört, Younes? Ich merke gerade, der ist gerade, der macht ernst gerade, warte. Guck mal, ich muss ja jetzt hier parteiisch bleiben, nicht für dich ergreifen oder weder für ihn ergreifen. Also du musst unparteiisch bleiben, ja. Ne? Und ich ergreife jetzt keine Partei, weder für ihn noch für dich. Ja. Aber ich glaube, mit diesen Ansätzen, was er jetzt so von sich gibt, oder hat er schon die Hälfte der Zuschauer schon in seiner Tasche? Guck mal, ich habe bei dieser Folge, Alter. Das ist doch bis jetzt alles nur Vorbereitung. Ja, aber das Einzige, was kochen, was wirklich kochen ist, ist, du musst die Sahnesoße gut hinkriegen. Ja, aber dieses Verkaufen und schon das Gutreden ist schon die halbe Miete. Boah, ich hab Petersilie geschnitten. So, sind wir jetzt? Nein, das hat ja nichts damit zu tun. Ein Koch muss ja auch den... Jemand, der bei Ihnen im Laden reinkommt und Essen bei Ihnen bestellt, muss ihn davon überzeugen. Das Ding ist seine Ansatzweise. Das ist ja 50%, da muss er verkaufen. Und die anderen Prozente liegen daran, ob das Essen schmeckt oder nicht schmeckt. Guck mal, das Ding ist das. Erstens, egal wer Manu gegenübersteht, wird einfach unsicher, Bruder. Ich bin gerade unsicher ein bisschen gerade, weißt du? Das ist ja gerade, ist ja auch nicht einfach für mich, Bruder. Was ein böse Mann. Was ein böse Mann. Außer böse Mann, der war motiviert. Bösemann war motiviert. Der war sehr motiviert. Ich muss auch, guck mal, ich muss aber dazu sagen, jetzt, guck mal, wir sind ja hier live. Ja. Ich muss dazu sagen, guck mal, dieser Kampf war so, guck mal, wir haben uns gestellt, okay? Ja. Wir haben beide im Internet vorher Scheiße gelabert, so wie das halt so ist. Ja, ne? So, ja. So. Standard-Sachen. Standard. Ja. Aber ich muss sagen, dieser Kampf war fair gewonnen. So wie ich das in den öffentlichen Medien die ganze Zeit so mitgekriegt habe, dass die Leute sagen, ja, der Mann schämt sich und dies, das. Ich schäme mich nicht, gar kein Problem. Null. Wir haben uns gehauen. Meine Leistung ist eine Sache gewesen. Darüber kann man diskutieren. Da hat aber er nichts mit zu tun. An diesem Abend war er einfach der Fokussiertere. Ne? Und er hat das Ding nach Hause gefahren. Und das ist auch vollkommen okay so. Das Ding ist ja, ich war ja die ganze Zeit dabei. Wie ein Löwe. Ne? Ich war ja da die ganze Zeit. Ich küsse dein Herz, Bruder. Guck mal, ich war ja die ganze Zeit dabei. Ja. Und ich weiß ja, was du drauf hast. Ja. Ich weiß ja, was du drauf hast. Und ich weiß genau, also, was heißt, ich weiß genau. Ich weiß, dass da irgendwas passiert ist, was dich irgendwie zurückgehalten hat, warum auch immer. Ja. Das Ding ist, ich wollte ein Video machen auch im Nachhinein. Aber kennst du doch, weil das gerade so gepusht worden ist auf TikTok und so, ja, dann denkt man, kennst du, vielleicht sucht er eine Entschuldigung oder wie auch immer, weißt du? Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was,
Deswegen habe ich das so, Thema... So, scheiß drauf, du wolltest ja selber nicht. Genau, deswegen habe ich das auch jetzt hier angeschnitten. Guck mal, ich suche keine Entschuldigung, weil es gibt keine Entschuldigung. Ja. Die einzige Entschuldigung, die ich stellen kann, ist an mich selber und an meinen Trainer, dass wir das, was wir 6, 7 Wochen lang gelernt haben, nicht umsetzen konnten, weil ich einfach einen Blackout hatte und einfach nicht liefern konnte, das, was ich normalerweise kann. Und das ist aber, wie gesagt, das ist nicht das Problem der Gegenseite. Das ist auch keine Sache, die irgendwie unfair ist oder so. Ja. Das ist meine Sache gewesen. Und deswegen muss ich auch hier nochmal an öffentlicher Stelle sagen, das Ding ist fair gewonnen und ich gönne ihm auch den Sieg. Ne, er hat ihn sich verdient, weil er hat auch gearbeitet. Er kam auf einmal mit Sixpack, kam er, Bruder. Bruder, der kommt dahin, ich guck da hin, auf einmal, ich guck so, Spartaner mit Sixpack. Bruder, ich steh so im Ring gegenüber, ich guck so, ich meine so, nee, Gott, der sah aus wie Bane. Von Batman, kennst du? Ich denk mir, was ist denn mit dem los? Bruder. Ich denk mir, guck mal, ich habe kein Problem mit großen, starken Leuten, weil davor haben wir keine Angst. Weißt du, das ist kein Problem. Weißt du, wir können uns hauen, ist kein Problem. Ja. Aber so, ich habe gesehen, er war gar nicht dazu, er war gar nicht dazu im Boxen. Und ich hab den Kampf nachher auch gesehen. Guck mal, rein boxerisch mäßig, ne? Darf ich gegen den nicht verlieren? Oder? Darf ich gegen den nicht verlieren? So, aber er hat halt meine Schwäche ausgenutzt, das gehört auch dazu. Und deswegen hat er gewonnen. End of story. Aber wir haben alle gesagt, ich muss es einfach Gessler sagen, weil wir wissen, was du drauf hast jetzt, dass du den in der ersten Runde sogar ausknockst. Das war unsere Diagnose. Das war die Diagnose von 3/4 in Deutschland. So, man hat ja auch gesehen, Bruder, du warst drin und du hast die ganze Zeit nach oben geguckt. Ja. Erstens waren viel zu viele Leute von dir da. Mhm. Gewisse, hast du ja auch selber gesagt, also gewisse Familienmitglieder waren da. Ja. Und du hast gemerkt, du warst die ganze Zeit oben am Gucken. Der Fokus war einfach ganz woanders, Bruder. Wir stehen beim Ring, bei der ersten Runde, wir stehen gegenüber. Ich gucke, okay, ich meine so, okay, komm her. Okay, du bist am Dampfen, du bist am Glühen. Deine Adern sind wie Lautsprecherkabel. Ich so, okay, komm her. Ich gucke nach oben, der Kopf von meiner Schwester und meiner Nichte sind genau über sein. Ich guck so, da ist meine Schwester und da ist meine Nichte. Ich guck so. Der Kampf dreht sich, ich guck nach da, da sind alle meine Jungs aus Duisburg. Ich so, egal. Dann ich dreh nach da, da ist meine Frau, Jihad, Milad, der Trainer am Ausrasten. Ist okay. Dann ich dreh mich dahin, da sind die ganzen Schabab aus Café. Dann ich hab gegen 50 Mal gekämpft. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ist krass. So. Ist krass. Ich hab das wirklich unterschätzt. Das war eine. Das war nicht ein Fehler. Egal, wir lernen. Das ist das Leben. Wir lernen. Und warte mal, sag mal ehrlich, das war jetzt meiner Meinung nach war das auch so eine Sache, weil die Halle war so, du hattest oben über dir Zuschauer und unter dir Zuschauer. Zuschauer nicht so gewohnt wie bei einem Boxring oder was? Wo alle unten sind. Ja. Das heißt, oben schreien die Leute, du guckst so rechts, unten schreien die Leute, weißt du, ich meine? Da musst du schon eine abgewichste Sau für sein. Also in Sachen Kampf. Ja. Sehr abgewichste Sau. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, dass wenn ich jetzt da reingegangen wäre und hätte rappen müssen oder singen oder so, das ist kein Problem. Ja. Was ist das? Was ich meine? Aber fighten da und dann auch noch in diesen Oktagon, wo hinten so ksch, auf einmal geht das Tor zu, du bist gefangen, trapped. Du bist da im Käfig. Sagen wir mal so, auf ganz klar gesagt, du konntest das, was du kannst, nicht dort abrufen. Kein Meter. Kein Meter, darum geht es ja gerade, weil, Bruder, ganz Deutschland fragt sich, warum hat Manu nichts gemacht? So. Blackout? Blackout, Lattenfieber, was auch immer. Ich sag dir genau, was das war, Bruder. Du stehst da, ich weiß, ich bin 145 Kilo und viele Leute sagen, ja, aber für meine 145 Kilo, ich bewege mich schon. Also ich kann... Bruder, ich habe Ausschnitte von dir, bei der Vorbereitung, ich habe Ausschnitte von dir. Ja, ich bewege mich schon. Bruder, man meint das nicht. Ich habe geschworen, Freunde, ich schwöre bei Gott, ich habe geschworen, die Ausschnitte können wir gerne reinpacken. Bruder, ich habe gesagt, zwei Rechte von dem, was wir gerade gezeigt haben. Zwei Rechte. Der Kampf ist beendet. Ja. Zwei Rechte von. Guck mal, du hast den ganzen Kampf zwei Jabs gegeben. Und das war nicht mal so. Der hat blaue Auge gehabt. Hast du gesehen? Ja, einer hat getroffen. Einer hat getroffen. Einer war so bang. Der hat gesessen. Ja, da war er auch am Schwanken. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich ihn. Ja. Aber trotzdem. Meine geheime Waffe ist ja die. Warte, was hast du gesagt, wo wir geredet haben nach dem Kampf?
wo du gesagt hast, ich will die rechte, aber was, irgendwas war mit der... Festgenäht. Nein, die war geklemmt. Ja, die angeklemmt. Ladehemmung. Der sagt, ich will schlagen, die war aber einfach am Klemmen. Der sieht, ich hab im Kampf nachher gesehen, ich stehe genau in seiner Distanz. Ja. Aber weil ich so durcheinander war, habe ich gedacht, mir hat das Gefühl, als ob ich hier stehe. Ich habe gedacht, es bringt jetzt nichts, die rechte zu schlagen, ja, weil er ist zu weit weg. Aber auf der Kamera habe ich gesehen, ich stand ihm so gegenüber. Also du hättest ihre Lust? Ach, durch seinen Kopf durch. Ja. Aber mein Distanzgefühl hat versagt. Meine Muskeln sind alle schwer geworden. Meine Beine waren einbetoniert. Ich konnte mich nicht bewegen. Obwohl, einen guten Move habe ich gemacht. Da hat er eine linke geschlagen, habe ich mich so, wupp, habe ich mich so rausgedrückt. der auf Kamera, der sah gut aus. Das hat gefehlt. Ja. Das hat gefehlt. Diese Leichtfüßigkeit von dir, was du im Training hattest, hat gefehlt. Normalerweise bin ich voll bei Sinn, keiner seiner Schläge hätte mich getroffen. Keiner. Ja, ja, weil er viel zu langsam ist. Aber... Also rein boxerisch ist er eigentlich... Also der ist kein Boxer, Bruder. Bruder, der, also du musst dir vorstellen, das gesamte Ding ist war so... Ja. Also so ein Schwenker halt, ne? Er ist kein technischer Boxer, aber er hat Herz. Er hat Herz und er geht. Also du hast und gesehen... Und ich muss sagen, er hat einen Mordskrempel, Bruder. Wenn er dir eine schallert, das klingelt schon. Muss man sagen. Bruder, nach dem Kampf, der sagt, Walla, ich geh rein in diesen, wie heißt der, Octagon? Ja. Dann die Tür geht so, einmal ist sie so ein Marsch, aber der ist so... Walla. Der sah aus wie Bane. Ja, der war mal so, der wiegt 20 Kilo mehr, der ist stark. Aber hier, ja, der zieht sich auch so, Walla, guckst du der so. Wo ist Küchenrolle? Steck mir, scheiße, langsam, wir boxen nur. Walla, der sah aus, als ob der mich essen will. Also viele sind zu mir gekommen und haben gesagt, ey, da war 100% was, was hat Manu bekommen? Hat er Geld dafür bekommen in letzter Minute, der wollte reingehen, die haben ihn angerufen. Nie, wie kriegst du für die Niederlage, niemals, so, weißt du? Sowas niemals. Also das kann man schon mal ausschließen, Freunde. Sowas niemals bei uns. Und zum Thema generell, meiner Meinung nach, wenn sich zwei Boxer duellieren, sag ich jetzt mal, bevor die boxen, kommt ja diese ganze Promophase, dann beleidigen sie sich gegenseitig oder die schnauzen sich gegenseitig an, das gehört einfach dazu. Weil viele sagen ja, warum nimmt man vorher den Mund so voll, bla bla bla. Oder ja. Jeder Boxer fordert den anderen heraus und sagt den so, so, so. Am Ende des Tages verliert immer einer. Das Ding ist, was die meisten Leute nicht wissen, ich habe den Mund ja gar nicht voll genommen. Weil ich habe im Endeffekt das, was passiert ist an dem Abend, habe ich auch genau gesagt, was passieren kann. Ich habe gesagt, guck mal, entweder... Du hast gesagt. Ich habe gesagt, es kann auch sein, dass ich da liege. Ja. Letztendlich ist es so gekommen. Weißt du? Das kann ja alles sein. Das muss man sagen, das hast du gesagt. Ja, weil das ist auch nur korrekt. Weißt du, ich meine, weil korrekt ist korrekt, Bruder. Was soll ich dir sagen? Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz fand ich das echt... Wie heißt das? Also auch jetzt an Bösemann. Bruder, der hat Herz gezeigt, der hat gekämpft. Wille. So, weißt du, der Wille war da. Das absolut. Muss man ihnen auch zusprechen, so, weißt du? Nein, also, ich bin ein... Guck mal, ob ich jetzt mit ihm Best Friend bin oder nicht, das steht auf einer Sache, bin ich nicht. Ne? Aber er ist ein... er war mein Gegner. Und ich muss auch sagen, er hat sich auch im Nachhinein hat er sich auch sehr stark verhalten. Das, ne? Das meine ich. Also auch wirklich nach dem Kampf so, das, was er gesagt hat, mit Respekt und alles. Ja. Das gehört zu einem Mann, weißt du, ich meine? Also ich muss ihm sagen, er ist ein sehr guter Gewinner und ich hoffe, dass ich auch ein guter Verlierer sein kann, dass er das über mich sagen kann, dass ich ein guter Verlierer war, dass ich nicht jetzt irgendwie da hingegangen bin und jetzt gesagt habe, nein, so, weil ich nehme die Sachen so, wie sie sind. Ich hoffe, dass man sich sportlich nochmal über den Weg läuft. Also ich wünsche mir einen Rückkampf, weil... Ich will einfach, dass Manu einfach mal ein bisschen zeigt, was er eigentlich kann. Aber Manu, du hast schon ein paar Kämpfe gehabt, ne? Was? Du kannst boxen eigentlich, ne? Ja, natürlich. Also man sieht ja anhand deiner Technik, yani du hast mit Boxen auf jeden Fall ein bisschen zu tun gehabt. Ja, mein alter Trainer hat sich doch auf TikTok zu Wort gemeldet. Bruder, wer hat nicht auf die Regel, hat nur noch gefehlt, das keine Ahnung. Schau, mein Gott, ich hab den seit 20 Jahren nicht gesehen, jetzt kommt er raus. Hat nur noch gefehlt, dass dein Imo, dein Lehrer aus der Grundschule, sich meldet. Voila. Nein, aber Klaus, falls du das siehst, ich grüße dich an der Stelle. Da hast du natürlich recht gehabt. Das war natürlich nicht Masters Gym-like. Falls es einen Rückkampf geben sollte, werden wir es natürlich besser machen. Ne? Also wie gesagt, ich wünsche mir persönlich einen Rückkampf, weil ich weiß, dass du viel mehr drauf hast, Bruder. Ja. Und das wollen auch alle sehen. Deswegen, inshallah, wenn es einen Rückkampf geben wird, ne? Inshallah.
Und so Gott will, sehen wir Manu natürlich auch in Action. Wenn alles so klappt. Also ich bin auf jeden Fall dafür und dabei. Ja, ne? So, und müssen wir mal gucken, wenn... alles andere wird sich zeigen in Zukunft. Wenn Bösemann auch sich dazu bereit fühlt oder Bock darauf hat und sagt, ja, ein Rückgang. Meinst du, wenn der Rückgang gelaufen ist, meinst du, wird er auch gegeneinander hier auch kochen können? Wer? Du und Bösemann? Bruder, im Kochen rede ich sehr groß. Ha, im Kochen ist groß? Ich hoffe, der kann auch kochen. Kann ja. Er bestimmt. Albanische Küche vielleicht? Wer weiß das schon? Ist dein Herz. Aber was ist berühmt in Albanien? Albanien? Çamamçıçi. Fli. Fli oder Çamamçıçi, ne? Auch. Nein, Çamamçıçi ist mehr so Jugo. Albanien ist auch Balkan. Ja? Ist das nicht so? Wie wir gerade in der Kamera sehen, der Yunus hat sich Hilfe geholt von Honne. Ich weiß nicht. Hey, warte mal, haben wir einen Teller? Hallo, er wollte uns gerade rausschneiden. Haben wir einen Teller? Ja, klar. Was brauchst du denn für einen Teller? Ja, zum Anrichten, ne? Brauchst du? Willst du? Ja? Okay. So. Nimm mal das hier auf von denen. Nimm mal also, Manuel, du bist durch? Ich bin durch. Du bist durch? Ich bin durch. Okay. Der ist durch? Der ist durch. Okay. So, Freunde, wir machen an der Stelle Cut und sehen uns direkt bei der Bewertung. Der Manu ist jetzt fertig. Ich werde jetzt meinen Teller schnell anrichten und dann kommen wir zum Ergebnis, würde ich sagen. Die Bewertung. So, ich bitte die Kandidaten einmal zu mir mit ihrer Pasta. Hier, Abo Pasta. Abo Pasta. Padalo. Schöne Talla, ich gezeitel now. Was habt ihr für uns gemacht hier? Okay, so. Du darfst jetzt einmal anfangen mit Aussehen. Okay. Von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist gut. Kennst du ja. Okay, vom Aussehen her neutral, Staff 4. Okay, warte, beobachte erstmal seine meine ich. Der guckt so. Ich habe jetzt beide vor mir. Mein stand auch ein bisschen länger. Die Soße ist schon eingezogen, ne? Ja. Ja, das stimmt. Ich gebe vom Aussehen her eine 8. Eine 8? Ja. Also du gibst Manu eine 8. Für Aussehen. Eine 8 von 10 ist krass. Eine 8. Das ist eine krasse Hausnummer. Da musst du eine 9 kriegen mit deinem Blättchen da. Also guck mal, Aussehen ist mein Ding. Geschmack, Allahu alam, ich weiß nicht. Allahu alam. Aber Aussehen? So, 8 ist okay. So, Wallah, hier muss ich wirklich sagen, es sieht einfach sauber, nice aus. Wallah, eine 9. Korrekt. Korrekt ist korrekt. Korrekt ist korrekt. Es sieht sauber aus, sehr appetitlich aus. Ja. Natürlich sieht das auch appetitlich aus, deswegen auch eine 8. Da sieht man auch alles, was da drin ist. Das muss man auch hier auch mit einbeziehen. Aber hier für mich, für meine Dings, sieht das auf jeden Fall sauberer aus und viel appetitlicher aus. So, okay. Deswegen eine 8. Also wir haben 9. Jetzt einen Punkt Unterschied. Das Ding ist einfach, Aussehen ist einfach mein Ding. Damit punkte ich immer. Geschmack? Weiß ich jetzt leider nicht. Da ist vielleicht der Bruder Dingens, aber das entscheidest du. Ja, das entscheide ich. Ich punkte mit inneren Werten. So. Nicht von Aussehen. Es kommt auf die inneren Werte. Es kommt auf die inneren Werte. So, wo soll ich anfangen? So, naja. Na ja, du musst auf jeden Fall, ich würde mit Sahne, der muss mit Sahne probieren. Ist da Sahne drauf? Lass mal einmal privat so für uns kochen. Kein Problem. Wallah, einfach so. Kein Problem. Weißt du, ich meine? Jetzt einmal kurz Wasser, weißt du, Geschmacksneutralisierung. Also ich weiß nicht, aber du gibst mir das Gefühl, dass du begeistert bist von seinem Gericht. Geil, sag noch nichts. Okay. Der ist einfach den Rest von seinem Gericht. Oder nimm mit Paprika und mal Paprika. So diese. Deswegen habe ich gesagt, mit Löffel Cousin, dann hast du alle. Hallo, was ist das für eine Hallo? Was denn? Bruder, ich will, dass der so, weißt du? Aber Hähnchen ist stark, oder? Ich muss ihn ein bisschen beeinflussen, ich muss so ein bisschen das manchmal psychisch spielen, weißt du, so. Während er probiert, du machst diese Salz und Pfeffer drauf, weißt du? So, ja. Der Kabel hat schon ein Kilo gegessen davon. Wallah, hast du schon ein Kilo gegessen? Sagt er an Kalbeck. Ich fange diesmal bei dir an, Yunus. Bei mir? Ja. Okay. Ich gebe dir hier eine 6 von 10. Boah, das war tief. Meinst du, Alter? Ja, Wallah. Tiefschlag. Weil das ist so, ich sag dir ehrlich, Wallah ist okay, kann man essen.
Aber das ist, du hast das ja ein bisschen... Sag, woran hat es gelegen? Bruder, sag, ich brauch Kritik. Das ist zu würzig. Zu würzig? Zu würzig. Hm. Wallah, zu würzig. Ich sag ehrlich, und die Tomatensauce ist sehr, sehr stark. Echt? Ja, Wallah. Ich hab dir gesagt, tu Zucker rein. Ich sag ehrlich. Weißt du warum? Ich sag dir was. Guck mal, Tomatensauce hat sehr viel Säure. Wallah, ich sag dir ehrlich. Sehr viel Säure. Bitter. Okay? Wenn du Zucker reintust, das neutralisiert ein bisschen. So. Wallah, ich sag dir ehrlich. Bei Tomaten immer ein bisschen Zucker. Am besten Braunzucker. So. Braune Zucker? Ja. Deswegen, ich sag dir ganz ehrlich, hier, sag ich ehrlich, hier stimmt alles. Aber nicht zu, auch nicht zu 100%, dass es eine 10 von 10 ist. Hier ist das auch nur eine 8 von 10. Wow. Voilà. Ich sag ehrlich, Bruder. Ja, ihr sagt so, aber warte mal, warte, bist du mit der 8 nicht einverstanden? Voilà, nein. Ich sag eine 8, Bruder. Bruder, der hat mir eine 6 gegeben. Ich sag ehrlich. Bring mal Gabel, ich muss eins probieren, voilà. Komm mal kurz. Erstmal. Warte. Abid, wenn du was Falsches sagst. Wallah, ich bin sehr, sehr ehrlich. Wallah. Oh, Halak. Ja. Also ich bin dafür, dass Manu uns demnächst mal privat bekochen sollte. Wallah. Der sagt 8. Ja, ich sag eine 8. Ich bin ehrlich. Doch, ist so. Mm-mm. Boah, kommt, okay, tamam. Manu hat jetzt ganz klar die Runde jetzt hier gewonnen. Wallah, stark gemacht, Bruder. Muss man dir lassen kochen. Bruder. Du hast es drauf. Ich sitze hier, ich muss unparteiisch sein, weil ich bin mit meinem Bruder jeden Tag unterwegs und ich weiß, was das da kochen kann und ich weiß, was der kann. Yunis habe ich jetzt hier, sitze ich hier auch und ich habe das erste Mal Yunis gesehen. Ich muss neutral sein und das ist meine Meinung. Ja. Hype, Jet. Hype, Bruder, Hype. Da hattest du Bart so auf jeden Fall. So. So. Also Freunde, wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, gebt uns mal eure Meinung. Danke auf jeden Fall an Manu, danke an Jihad. Danke an euch. Ich küsse eure Augen. Jihads Moral ist gegangen. Was für meine Moral ist gegangen? Meine Moral ist nicht gegangen. Ich bin einfach nur ehrlich. Korrekt. So, Jihad ist ehrlich. Hashtag, schreibt mal in den Kommentaren. Hashtag, Jihad ist ehrlich. So. Gutes. So, Freunde. Ich küsse eure Augen. Habibi. Yunis. Manu. So. Pap.